Abschlussfeier der Arbeiten zum alternativen Hochwasserschutz in St. Nikola, Baulos 7 des Hochwasserschutzprojektes Donau-Machland. Nach der Begrüßung durch Vizebürgermeister Engelbert Freudenschuss gab es zwei Interviewrunden. Die ersten Interviewrunde Anton Wallmüller, Robert Zach, Leo Grill und Dietmar Halacek. In der zweiten Interviewrunde Landtagsabgeordneter Alexander Nerath, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Ackerl und Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesel. Zum Abschluss gab es noch eine Ansprache von Landesrat Rudi Anschober. Vizebürgermeister Engelbert Freudenschuss, herzlichen Dank für die Begrüßung und Einbegleitung. Sehr geehrte Ehrengäste, geschätzte Damen und Herren, die dürfen schon vorweg, bevor wir zur ersten Interviewrunde kommen, ein paar grundsätzliche Worte erlauben, weil es ist ganz aufgetaucht, der Name Fasching ist bei uns in St. Nikola häufig. Wir sind das ganze Jahr normalerweise gut gelaunt, nicht nur wegen Faschings, aber das spielt mit. Und so ein Tag wie der Heilige ist dann natürlich eigentlich ein besonderer Freudentag für uns in St. Nikola, weil wir den offiziellen Abschluss der Hochwasserschutzarbeiten in den Ortschaften Struden, St. Nikola und Salingstall gemeinsam feiern können. Und dass so weit käme, es ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Betroffenen, die da sind, ist ja nicht nur das Hochwasser 2002 in Erinnerung, sondern vielen auch das Hochwasser 1991, wo es nicht so heftig war, aber trotzdem in vielen Häusern. Und viele kennen auch die Geschichte. Der Verbandshauptmann ist ja da, der Erik Kastner. Sein Vorgänger war der Franz Heilmann, Bürgermeister in Mitterkirchen. Und unser Ehrenbürger, der Leopold Fasching, mein Vorgänger als Bürgermeister, kommt euch da viel mehr erzählen wie ich. Aber es war ein langer Weg, weil der Ausgangspunkt war wirklich 1991. Und alle haben eine Erinnerung, 2002 ist eigentlich das Wasser gekommen, gerade bevor ein Projekt in Realisierung gegangen ist, und es ist alles umgeplant worden. Und für uns in St. Nikola war die Situation noch ein bisschen anders, nämlich insofern, wer die Geografie kennt mit unseren Abschnitten, und wir hätten unter Strich in Lyon rund 1700 Quadratmeter Mobilelemente zum Aufbauen, gerade vier verschiedene Abschnitte und dazwischen die Betreiber wieder im Wasser. Und der Erik Kastner und der Verband haben 2004 eine Fahrt nach Krems organisiert, wo wir sich das angeschaut haben. Und das war ziemlich genau dieselbe Menge an Quadratmeter Mobilelementen, was die Krems aufbauen müssen. Krems und Nikola brauchen aber nicht wirklich vergleichen von der Größe. Und mit waren dort der Kampfer Franz und der Feuerwehrkommandant der Fasching Leopold. Der Franz war der Gemeindearbeiter, das heuer war in Pension gegangen, war in der Feuerwehr sehr aktiv und irgendwie ist dann bei uns das Radl reingereinert worden. Nämlich, dass wir gesagt haben, das werden wir so nicht erblasen. Da muss was anderes auch geben. Und eigentlich ist man fast zurückgekommen, was im Kopf von Leopold Fasching schon in den 90er Jahren war. Nämlich zurückgekommen auf das, dass es einen Sinn macht, dass man nicht nur mit Mauerwerk und Mobilelementen arbeitet, sondern einen alternativen Hochwasserschutz direkt bei den Objekten. Und ich möchte da schon zur Ehrenrettung des damaligen Planers, Diplom-Ingenieur Heider, schon sagen, und der Diplom-Ingenieur Robert Zach weiß das, ich habe zu dort schon zusammengearbeitet, dass eigentlich der Stefan Heider aus Eisenstadt ursprünglich das im Kopf gehabt hat. Und dann hat es geheißen, nein, es muss sozusagen anders geplant werden. Und ich bin an der Stelle schon wirklich froh und dankbar, dass wir Leute gehabt haben, die uns auf den Weg in Richtung alternativen Hochwasserschutz begleitet haben. Es hat sich einer heute entschuldigt, der leider nicht dabei sein kann, aber der ein wesentlicher Unterstützer auf den Weg zum alternativen Hochwasserschutz war, nämlich der Diplom-Ingenieur Miselwitz,
der Jörg Lang, der technische Geschäftsführer der Machner und Damer Richtungsgasse bei Harbor. Und wie er die Bilder gesehen hat, der Leopold Fasching hat uns da entsprechendes Fotomaterial gegeben, wir Samigsteuer, und nicht nur Samigsteuer, sondern insgesamt sozusagen das Gemeindegebiet vor dem Kraftwerksbau Ibs-Bersenberg ausgeschaut hat. Und nur zur Veranschaulichung, der Wasserspiegel in Samigsteuer war da früher um 7 Meter tiefer als wir in dem Staubereich. Und wenn man dann sozusagen denkt, dass man das ja auch entsprechend abdichten muss, damit der Grundwasserstrom von der Donau einer unterbunden wird, hat der Ingenieur Miesewitz gesagt, Leon, das könnte ein Fass ohne Boden werden. Und es ist technisch nicht zum Lösen oder kaum zum Lösen und man weiß auch nicht, wo das finanziell hingeht. Weil ursprünglich ist drinnen gestanden, der Hochwasserschutz für St. Nikola, da reden wir von rund 15 Millionen Euro. Und der Ingenieur Miesewitz hat uns da ganz massiv begleitet und der Zweite, wobei dazu sagen möchte, Gott sei Dank ist im Oberösterreichischen Landtag und in der Landesregierung der Hochwasserschutz nie ein politisches Thema gewesen, dass sozusagen die Parteien da verschiedene Zugänge gehabt haben. Aber wir waren noch nie so weit im Niveau, wenn wir nicht in den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011 und so weiter wirklich im Hintergrund auch die Unterstützung vom Landeshauptmannstellvertreter Franz Hiesel gehabt haben, der uns da mit den Weg geebnet hat, dass nämlich geplant worden ist in einer Zeit, wo bei den anderen gebaut worden ist, und es war für mich hier und da nicht ganz so einfach, weil ich habe nicht alles sagen können, was ich gewusst habe. Und ich war mir auch nicht mehr ganz sicher, sozusagen, ob sich das wirklich dann so ausgeht. Aber es haben alle Wort gehalten. Nämlich Wort gehalten insofern, dass wir planen können und alles vorbereiten, dabei die anderen Baulose schon gebaut wird und in Wirklichkeit ist dann schon parallel angefangen worden. Und dass das sozusagen auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter alles hingehauen hat. Und da gibt es mehrere Leute, die uns da wirklich intensiv begleitet haben und in der Schau sagen, es ist ja vielleicht nicht ganz so einfach, wenn es 35 verschiedene Objekte sind. Da hat zum Beispiel dann auch ein paar wirklich der Diplom-Ingenieur Hohe, UVP-Koordinator, wesentlich mitgeholfen, dass wir geschickte Lösungen gefunden haben und dass das auch passend worden ist. Und man darf schon sagen, dass sie im Juni 2013 das System des Hochwasserschutzes in St. Nikola bewährt hat, dass es einen Sinn gemacht hat. Weil natürlich waren die Häuser wieder im Wasser, aber es ist ein Unterschied, ob du es im Wohnraum drinnen hast, oder ob du das sozusagen unter Anführungszeichen nur mehr in Räumen hast, ist sozusagen minderwertig genutzt. Und dass wir wirklich froh sind, alle miteinander, dass wir den Weg gehen haben können. Da können wir nur wirklich allen, die da mitgeholfen haben, dankbar sein und Dankeschön sagen. Ich darf jetzt zu mir außerbitten, ein paar, die uns da einfach auf dem Weg begleitet haben. Stellvertreter darf ich da jetzt sagen, eigentlich für den Diplom-Ingenieur Wieselwitz, ein Anton Wallmüller von der Machland am Betriebsgasse BH, was mittlerweile der Richtungsgasse BH ist in die Betriebsgasse BH geflossen, aber es geht sozusagen entsprechend weiter. Ohne kämen Rudi Vierer. Ich darf auch zu mir außerbitten, den Herrn Diplom-Ingenieur Robert Zach vom Planungsbüro Ingenos UBCD. Einer, der uns wesentlich geholfen hat, aber nicht nur uns in Niglo, sondern im ganzen Verbandsgebiet, im Ministerrat Diplom-Ingenieur Leo Grill und im Baumeister Dietmar Halacek. Ihr seid die entsprechend ausführende Firma gewesen. Gratuliere mal alle, die in Nikola das so überstanden haben und alle, die zusammengeholfen haben, weil wir haben uns kaum mehr um Nikola kümmern können, weil wir so beschäftigt waren in dem oberen Abschnitt des Machlandammes. Danke für die Mitarbeit bei der Feuerwehr. Ich weiß, ich habe mit einigen telefoniert. Es war einfach eine tolle Leistung, die ihr dort gemacht habt. Ja, der Regen St. Nikola war sicher ein ganz besonderer. Auf einmal ist der Bürgermeister gekommen und hat gesagt, wir wollen was anderes. Und dann sind wir eigentlich stundenlang zusammengesessen und er hat mich dann eigentlich auch überzeugt, wir sind im Parlament zusammengesessen und da ist vorerst noch gar nicht ums Geld gegangen. Nicht? Und dann war eigentlich die Frage, die ich gesagt habe, tust du deine Gemeinde nicht vergewaltigen, weil Hochwasserschutz ist zum Großteil auch eine freiwillige Sache, das haben wir bei den Aussiedelungen gesehen. Jeder kann von dem Angebot Gebrauch machen, muss es aber nicht. Und das wollte er eigentlich in St. Nikola auch haben. Und da hast du eben gesagt, ja, das ist der Wille der Bürger. Und ich glaube, der ist speziell in dieser Region, da hast du schon gesagt, weil es hier besonders eng ist und weil das Wasser wirklich nicht aus kann, doch eine Lösung, weil die mobilen Wände waren noch eher wollen, als was wir sonst auf der Donau kennen. Also, wenn wir eine Studie machen, wo man sagt, also man macht ganz was anderes,
man dämmt nicht gegen das Hochwasser auf, sondern flüchtet eigentlich oder flüchtet mit seinen wichtigen Gebäudeflächen aus dem Hochwasser. Und diese Studie hat dann unser Diplom-Ingenieur Kramer dann erstellt, hat dann also auch Kostenschätzungen gemacht und wir waren ganz verblüfft, dass eigentlich die Kostenschätzungen für diese Maßnahmen an den Häusern eigentlich niedriger waren als die geplanten Jahrmaßnahmen. Und wir haben auch gewusst, dass das Risiko, insbesondere Untergrundrisiko, als auch ein wesentlich kleineres ist. Naja, und dann ist eben das passiert, was also ganz selten passiert, dass aus einem Tiefbauprojekt, aus einem ursprünglichen Tiefbauprojekt plötzlich ein Hochbauprojekt geworden ist. Für mich als Wasserbauer also ganz außergewöhnlich. Dadurch hat es dann eben auch von uns also ein Hochbauexperte abgewickelt, nämlich Architekt Blomschner Grabner, und hat es also bis dato begleitet. Liebe Damen und Herren, jedenfalls, ich bedanke mich für den Erhalt des Auftrages. Es ist für uns eine Ehre, dass wir hier als Unternehmen aus dem Bezirk, hier im Bezirk vor der Haustüre, unsere Leistungen unter Beweis stellen dürfen und können. Wie du schon gesagt hast, wir haben tolle, tüchtige Leute. Du hast es erwähnt, unser Team hat hier wirklich tolle Arbeit geleistet und es gehört ja auch wirklich so, und da ersuche ich dann wirklich um einen ganz besonderen Applaus, nämlich die Leute vorne an der Front, die hier Hand anlegen, die gehören auch bei so einem Anlass auch einmal ordentlich vor den Vorhang geholt, belohnt und vor allem das Zusammenarbeiten unseres ganzen Teams mit den betroffenen Bauherren. Da gehört ja auch viel Fingerspitzengefühl dazu. Es ist nicht jeder gleich, die einen sind ein bisschen leichter, die anderen weniger, aber ihr habt uns Verständnis entgegengebracht. Dort, wo gearbeitet wird, da kann ja kleine Sachen passieren. Ich habe gehört, es ist glaube ich nicht passiert, aber dank unseres Fingerspitzengefühls, unseres Superpoliers hier, unseres KLA, Roman Schrattenholzer und Josef Hochgatterer, hier kriegst du jedenfalls jetzt einmal einen Sonderapplaus. Herzlichen Dank wirklich bei der Firma Habau für die tolle Arbeit und für alle Firmen, die das geleistet worden ist. Und ich darf vielleicht dazu sagen, so nebenbei bemerken zum Auftrag: Den Auftrag vergibt ja nicht die Gemeinde, sondern da sind wir wirklich froh, dass im Beirat der Hohen Landesregierung, wo die Landesregierung vertreten ist, und die politischen Parteien im Oberösterreichischen Landtag und der Hochwasserschutzverband, dass das alles so geklappt hat und von der Mach- und Damm Errichtungs GmbH und jetzt Betriebs GmbH wirklich das auch so gut vorbereitet worden ist und dass man auch im Gemeinderat, das darf man auch sagen, wenn es um Hochwasserschutz gegangen ist in die Region, nie Differenzen gehabt haben, sondern immer einstimmige Beschlüsse. Das ist nämlich auch wichtig und Gott sei Dank arbeiten wir da gut zusammen, es ist ja kein Geheimnis. Stellvertreter Franz Hiesel und Josef Acker und Landtagsabgeordneten Alexander Nerath. Bitte, wenn es zu mir außerkennt. Also ich muss sagen, ich habe da mehrere Zugänge. Der erste ist, dass ich selbst ja direkt in der Oma aufgewachsen bin und auch dort mein Haus gebaut habe. Das heißt, ich kenne Hochwasser wirklich von Kindesbeinen an. Man könnte jetzt sagen, da weiß ich, ob ich Hochwasser schwimmen gelernt, Zugfahren gelernt, alles Mögliche. Als Kind ist es lustig, wenn man dann erwachsen ist und sieht, was Hochwasser anrichtet und was es auch vor allem bei den Menschen anrichtet, die davon betroffen sind. Ist dann nicht mehr so lustig. Es gibt auf der einen Seite die Gebäudeschäden, die sind auch so, kann man alles reparieren. Aber ich habe jetzt sehr oft erlebt und auch eben bei der Arbeit bei der Feuerwehr, dass vor allem Menschen, die früher nicht so oft betroffen waren, wirklich beinahe traumatische Erlebnisse dann da gehabt haben und an dem oft jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang laborieren. Und ich glaube, auch aus diesem Grund ist der Hochwasserschutz sehr wichtig. Für die Feuerwehren ist er natürlich auch eine Arbeitserleichterung, das muss man schon sagen. Also mir gefällt es immer tausend wesentlich besser, zum Beispiel den Damm aufzustehen und als tagelang nur den Dreck dann wieder wegzuschaufeln. Also in diesem Sinne, rein von der Feuerwehrseite her ist es sowieso. Herr Stellvertreter, du bist im Beirat und arbeitest da intensiv mit. Wie geht es dir sozusagen einerseits als Referent, wenn es ums Geld geht, andererseits kennst du aber du auch natürlich persönlich die Situation, wenn man Hochwasserschutz denkt, bitte an deine Worte. Also wenn ich an die Menschen denke, ist mir gut, wenn ich ans Geld denke, ist mir schlecht. Es hat einfach damit zu tun, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen unsere finanziellen Möglichkeiten beinahe schon übersteigen. Man darf nicht vergessen, welche enormen Summen wir auch ausgeben müssen für den laufenden Betrieb.
Das sind ja im Jahr an die 2 Millionen Euro, das wird immer vergessen, dass ja so ein Damm im Betrieb auch nicht wenig kostet, das sieht man nicht, aber wenn es notwendig ist, dann soll man wissen, dass immer etwas geschehen ist, das den Damm sicher macht. Die Intelligenz, über die man heute sich zu Recht freut, die Intelligenz, die man bei den Maßnahmen in St. Nikola angewendet hat, man in der Folge auch bei dem braucht, was man in anderen Gebiet Oberösterreichs macht. Wir müssen einfach lernen, die Dinge ganzheitlicher zu sehen und dann sage ich auch ganz offen, die Entwicklungen, die durch die Veränderungen des Klimas eintreten, braucht man nicht diskutieren, warum es die Veränderungen gibt. Sie gibt es einfach. Und das Hochwasserereignis, das wir gehabt haben, ist ja vorwiegend aus Salzburg und Tirol zu uns gekommen und nicht aus, von der Donau aus Deutschland, muss uns auch zu Überlegungen bringen, wie man denn die Gesamtheit der Donau und die Schutzmaßnahmen sehen. Und das wird schon nur erheblich mehr kosten. Also wenn ich mir vorstelle, das wird etwas sein, was man noch besprechen muss, dass vielleicht die Eins und die Traun nicht zurückhaltend gewesen wären, sondern auch die Menge gebracht hätten, die am ersten Tag und eigentlich am einzigen Tag wirklich gekommen ist, dass da ausgeschaut hätte, das trauen wir gar nicht denken. Nicht? Also wir werden da schon noch einiges machen müssen. Ich glaube, unser Verantwortungsbewusstsein geht aber wirklich sehr weit, dass dieser Schutz der Menschen überall in Oberösterreich Prioritätenstufe 1 hat. Ich habe ja immer drüber gehen muss, wie denn die Dinge da so gelaufen sind, und zwar im positiven Sinn. Das heißt ja nicht, dass jetzt was kritisiert, was geschehen ist oder wie es ist, aber ich glaube einfach, für die Zukunft soll man sich schon einmal anschauen, weil da vielleicht das ein oder andere noch an zusätzlichen Überlegungen notwendig ist. Ich kann auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich weiß, dass man sich ständig bewegt und ständig bereit ist, nachzudenken, wie in Selbstzufriedenheit, weil die Dinge jetzt gut gelaufen sind, mich in Erstarrung begebe. Das möchte ich nicht haben. Hochwasser hat es immer gegeben und Hochwasser wird es immer geben. Wir hoffen, dass nicht so schnell wieder eins kommt. Eigentlich hätten wir gerechnet, dass das 100-Jährige erst im Jahr 2102 wiederkommt. Bei 100 Jahren wirst du es erbauen, bis das nächste Wasser kommt. Es hat aber nicht 100 Jahre gehört, sondern nur 11 Jahre gehört. Und es kann heute niemand sagen, ob man nicht im nächsten Monat wieder Hochwasser haben. Mit dem muss man leben, mit den Gefahren leben wird. Es ist viel geschehen in der Zwischenzeit. Die Bewohner in St. Nikola haben entschieden, dass sie dem Hochwasser ausweichen werden. Es ist wahrscheinlich auch langfristig der gescheitere Weg. Wir haben im Bezirk Berg 253 Häuser abgesiedelt und ich bin heilfroh, dass wir nach 2002 diese Maßnahme durchgezogen haben, dass ganz große Ortschaften wie Hütting, Eizendorf, Mettensdorf, Bietzing, Froschau, dass die alle angesiedelt worden sind. Die werden nämlich wieder alle im Wasser ankommen, wenn wir es nicht angesiedelt hätten. Das war einmal eine richtige Investition. Sehr verehrte Damen und Herren, wenn man da so runterschaut auf die Donau und runterfährt nach St. Nikola von Linz weg, dann hat man irgendwie den Eindruck, fast ein liebliches Gewässer. Ruhig, liegt so friedvoll da im Tal. Und es ist knapp 3 Monate her, da haben wir eine ganz, ganz, ganz andere Donau erlebt. Ihr kennt diese Donau seit vielen Jahrzehnten. Ihr wisst, was sie anrichten kann, im Guten, wie auch im Schlimmen, an Bedrohung. Und ich habe es, dass es derartige Situationen, Hochwasserkatastrophen, noch häufiger geben wird in Zukunft, sagen uns die Klimaforscher. Es wird möglicherweise nicht öfter, aber intensiver werden. Das ist die Grundprognose. Und ein Vorgeschmack ist eben die Tatsache, dass wir 11 Jahre danach, nach einer Jahrhundertkatastrophe, das zweite Mal ähnlich viel Wasser in der Region hatten. Die Natur hält sich offensichtlich nicht mehr an die Statistik, da hat sich etwas verändert und es verschiebt sich zunehmend. Und deswegen müssen wir schnell sein, das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wir haben unlängst aus gegebenem Anlass noch einmal die Protokolle
ein bisschen vergleichenderweise auch zu dem, was wir jetzt im Everlinger Becken vor uns haben, durchgeschaut. Und in Wirklichkeit ganz am Beginn, nach der Überarbeitung, Jahre 2005, 2006, hätten wir geglaubt, dass wir 2018 bis 2020 fertig sein werden mit dem Schutz des Marktes. 2018 bis 2020, ich glaube, der Kollege Hieselwast, der uns darauf hingewiesen hat, zuerst bei seiner Ansprache, was das bedeutet hätte im Juni des heutigen Jahres. Es ist unvorstellbar. Ihr alle wisst das viel besser wie ich, was damals an Schäden war im Jahr 2002. Wir haben nur die Wirtschaftsberichte noch hier liegen bei uns in den Büros. Und da wissen wir, das war damals ein Schaden von rund 500 Millionen Euro im Marktlandbereich. 500 Millionen Euro, unfassbar. Und wir haben oft darüber diskutiert, 182 Millionen Euro, alle Geldgeber wissen, wie schwierig es ist, dieses Geld aufzustellen in ihren zuständigen Bereichen. 182 Millionen Euro für den Schutz. Und vergleichsweise sagt uns aber, sagen uns diese beiden Beträge, Vorsorge, ist ganz unabhängig vom menschlichen Leid, also ohne dass es nicht bewertbar und dotierbar ist, allemal sinnvoller, auch wirtschaftlich gesehen. Die Schäden 2002 waren mehr als doppelt so hoch als das, was wir investiert haben, damit es diese Schäden in diesem Umfang nicht mehr gibt. Und jemand meiner Vorredner hat es richtig gesagt, wir haben aber auch, und das müssen wir uns bewusst sein, sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt in der Situation. Nicht nur deswegen, weil, wie viel waren es, 14 cm, 20 cm, 3 cm, wer bittet weniger? Es war, mein ehemaliger Parteichef hat einen Ausdruck geprägt, den ich ja nicht wiederhole, es war ganz knapp, sage ich jetzt. Arschknapp, hat er gesagt. Es war ganz knapp. Es hat ganz wenig gefehlt. Und das hatte damit zu tun, dieses Glück von uns, dass wir erstens einmal natürlich ein Freibad eingerechnet haben, das ist auch richtig, legal und korrekt so. Und zweitens, dass die Enns und die Traun mit ihrer Wasserführung früher zurückgegangen sind, als wir geglaubt haben. Und deswegen schaut gratulieren, dass ihr einen eigenständigen Weg gegangen seid, dass ihr Mut gehabt habt, eine eigene Lösung zu suchen, eine unkonventionelle Lösung, wo ich glaube, das auch gar nicht so einfach war, die Diskussion zu führen am Beginn. Und auch verschiedene Leute zu überzeugen, ein paar Geschichten haben wir schon gehört, wo ihr überall argumentieren habt müssen, aber das war und das ist ein richtiger Weg gewesen. Eine gute Entscheidung, eine weise Entscheidung und dafür, und dazu kann ich nur herzlich gratulieren. Die Schadenssummen in der Gemeinde St. Nikolaus sind rund 1 Million Euro. Wenn man sich vorstellt, wenn der Hochwasserschutz nicht schon funktioniert hätte, was dort stangert. Und das andere ist, was einfach mitgeht, der von der Politik mit der Bitte um Unterstützung dort, was möglich ist. Für uns ist aber das Gefühl, dass der, jetzt hast du ja gesagt, Blech, der Schlamm, die Ablagerungen, die Sedimente in der Donau durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und uns als Nigelauer geht es jetzt so, wenn wir auf Krain aufgefahren, wenn man schaut zwischen Strunden und Krain, man glaubt ja, bei uns pfeift das Schloss selber, ich flog da runter. Wenn ich 30 Jahre zurückdenke, dort war in Wirklichkeit nichts zum Sehen. Im heiligen Sommer, wie das Wasser dann schon niedergegangen ist und die Temperaturen so warm waren, haben sie da halt auch fleißig schwimmen gegangen sind, gezögert haben sie, Fischen, alles Mögliche. Und wenn dies rauskommt, wahrscheinlich muss man da über Parteigrenzen hinwegdenken oder miteinander vielleicht die Energieversorger in die Pflicht nehmen, weil das kostet auch viel Geld. Aber wenn man dies rausgebracht hat, das heißt, dass man den Flussbett, den Raum gibt, den es eigentlich hat, dann entscheidet das, glaube ich, für den einen oder anderen Anrainer, habe ich es drin oder habe ich es nicht drin? Da geht es nicht um St. Nikola oder sozusagen unsere Stromgas, sondern das gilt ja grundsätzlich und allgemein. Da kann man nur bitten, an die Politik, das auch in der Zukunft zu begleiten und da etwas Möglichkeit gibt, zu unterstützen. Wir leben an einem der großen Ströme Europas, der uns Verkehrsweg und Spender von Energie und Wasser ist, der uns aber auch die ungezähmte Macht der Natur erfahren lässt. Wir danken dir, dass in unserer Gemeinde beim Hochwasser niemand an Leib und Leben zu Schaden gekommen ist. Heiliger Nikolaus, bitte für uns.